Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Vorstellung eines Flash-Games. Und zwar eines ziemlich lauten Flash-Games und wirklich alten Flash-Game. Exit Path, und ich musste, glaube ich, jetzt dreimal die Aufnahme nochmal testen, weil das Spiel ist irre laut. Also stellt es auf jeden Fall runter, wenn ihr es spielt. Das Ganze läuft über Armor Games, so wie letztes Mal, und ja, ich würde einfach mal sagen, wir spielen eine Runde einmal im Uniplayer, um wieder reinzukommen, weil ich habe das schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ganz standardmäßig ist das hier, also es ist ein Jump and Run. Und wer es nicht kennt, ihr solltet es auf jeden Fall mal spielen. Ich habe das früher echt hart gesuchtet. So. Man kann also so einen Boost hier geben. Und dann wird man ein wenig schneller. So. Es gibt in jedem Level diese Schilder. Diese Warnschilder. Na, komm. Ja. Und dadurch schaltet man halt Outfits frei. Das Ganze ist später natürlich ein Spiel, was definitiv vom Multiplayer auch größtenteils lebt. Und ab hier wird es dann auch endlich interessant. Ihr seht da oben das Schild. Also ich werde versuchen, soweit es geht, die Schilde mitzunehmen. Wie gesagt, das Spiel habe ich früher ganz, ganz hart gesuchtet. Und das macht auf jeden Fall mehr Bock, mit Freunden zu zocken. Muss mal gucken, vielleicht will das ja jemand mit zocken. Muss ich mal fragen. Ups. Hab's gesehen. Man kann hier auch einen Doppelsprung machen. Allerdings ist der irre schwierig. Und ich habe den selbst, glaube ich, nur ein paar Mal hinbekommen. Und so. Ha. Das Ganze ist natürlich, so wie jedes Flash-Game, umsonst. Und könnt ihr einfach über den Browser spielen und hoffentlich nicht so abnommen wie ich hier gerade. So, das ist ein Laser. Teleporter. Moment, ich habe das Schild vergessen. Wo ist das Schild? Einmal kurz nochmal gucken. Ah, da oben. So. Einmal da dran. Einmal. Ups. Schild habe ich bekommen. Ups. Von der Seite solltet ihr da nicht rein, weil sonst fällt er da in den Abgrund. Ich werde das auf jeden Fall nochmal im Multiplayer spielen. Ich guck mal, ob das überhaupt noch Leute spielen. Aber man kann das auch so im Multiplayer spielen. So. Und gib ihm. Okay. Also ihr seht, ist nicht allzu schwierig. Zumindest jetzt so am Anfang. Das Spiel hat, ich glaube, etwas unter 30 Level. Also es gibt zwar 30 Schilder, aber es gibt, glaube ich, unter 30 Level. Weil das hier kann man zwar Level nennen, aber das davor jetzt gerade, das konnte man ja nicht Level nennen. So. Und es gibt halt nicht nur einen Weg, also man könnte da unten jetzt lang gehen, an der Axt vorbei, etc. pp. Man kann aber auch einfach oben lang, und ich springe ständig zu weit. So. Ich weiß, dass es Exit Pass 2 auch gibt, aber im Moment möchte ich halt lieber Exit Pass 1 spielen, weil es für mich einfach eine größere Herausforderung war damals, wenn ich ehrlich bin. Weil hier ist ein Doppelsprung halt nicht so einfach. Und
In Exit Pass 2 ist das auf jeden Fall irre easy, da einen hinzukriegen. So, haben wir. Und einmal durch. Runter, runter. Ekelhaft. So genau fallen lassen ist richtig ekelhaft. So, wie kommen wir da hoch? Yep. So kommen wir da hoch. Und weiter geht's. Die Level im Multiplayer sind auch wesentlich viel anspruchsvoller. Na komm, 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 komm. So, und durch. Da muss man auch im Multiplayer überhaupt nicht stehen bleiben. Also im Multiplayer ist wirklich ein Spielfluss, was ich sehr viel interessanter und besser finde. Ups, soweit, ja. Ich habe das Schild gesehen. Wie gesagt, ich möchte halt versuchen, alle Schilder mitzunehmen. Weil es dafür dann tolle Kopfausrüstung gibt. Kacke. So. Nee, da komme ich nicht hoch. So kriege ich das auch nicht hin. Okay. Okay. Erwischt. Ist mir egal. Jetzt hab ich's. Nächstes Level. Oh. Ja. Ich glaube, das war sogar beim ersten Mal durchspielen, war das mein letztes Sign, was ich geholt habe. Weil ich es einfach übersehen habe. So, jetzt müssen wir einmal. Ja, da. Oder war es das? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich wusste, dass das irgendwo hier in so einem. Aua. Also, ihr seht, jetzt wird es schon langsam ein bisschen anspruchsvoller. Ein bisschen. So, und da ist das Sign. Also nicht mehr die Signs sind jetzt das Problem, sondern wirklich die Level an sich. Und so soll es ja auch meiner Meinung nach sein. Nee. Na komm. Uff. So, da möchten wir auch gleich, glaube ich, hin. Wobei ich möchte einmal hier die Flagge holen und dann. Ha! Seht ihr? Ganz easy. Moment, ist es hier irgendwo? Scheiße. Das haben wir leider nicht. Das Schild. Ich glaube, man kann auch nicht zurück in die Level. Nee. Das haben wir leider nicht. Aber das ist auch nicht so tragisch, weil man kann das Spiel halt mehrmals durchspielen und dann trotzdem das Sign noch. Also dann hat man alle anderen hat man und das eine fehlt dann halt nur. So. Uiuiui. So. Hoch, hoch. Ah, okay. 1, 2. Okay, nee. Komm schon. Komm schon! Ich krieg das wirklich gerade nicht geschissen. So. So. Da ist auch das Sign. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eins verpasst haben. Es gibt halt auch Level, wo es keins gibt. Oder Durchgänge, wo es keins gibt. Aber ich meine, da müsste eins gewesen sein. Das ist eine der Stellen, an die ich mich sogar dran erinnern kann. Das war nämlich eine der Stellen, die
nachher mir den Speedrun versaut habe. Ja, ich habe mal versucht, hier einen Speedrun hinzulegen. Und das war eine der Stellen, die mir den echt ständig versaut hat. Weil hier das Timing zu finden, weil man muss hier halt wirklich drauf achten, dass das ist. Also die schwingen ja, also die rechte Axt muss gerade nach rechts, die linke Axt muss nach rechts geschwungen sein. So, macht wird ein Schuh draus. Da ist das Sign. Und das ist irre schwierig und das war auch einer von den Stellen, die ich noch sehr gut kenne. Ah ne, Moment, da gab es einen einfachen Trick. So. Einfach durchrennen. Ihr dürft da nicht springen. Weil wenn ihr springt, seid ihr tot. Ich glaube, da konnte man eigentlich über die Sägen drüber springen. Es geht dann schneller. So, hier muss man genau springen, weil da oben kommt dann das Ding runter. Ups. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo das Sign ist. So, ich gucke jetzt einmal hier links. Weil ich ganz stark vermute, dass das hier... Ja, ist es. Ja, einmal killen lassen. Ich hab's schon gesehen. Hier vielleicht auch schon. Boah. Na komm schon. Der Sprung ist schwieriger, als er aussieht. Map. Und... Ich hoffe, ihr habt es jetzt mal gesehen. Ha! Da hab ich's. Ist egal, ich hab mein Sign. Ha! Gut gesprungen. Da ist das Timing halt wichtig. So, und den ganzen Mist machen wir jetzt noch einmal, wobei es jetzt eigentlich ziemlich easy ist. So viel dazu. Wow. Ha. Snap. Oh, Snap. Whoops. Erwischt. So, einmal durch. Nee. Jetzt durch. So. Ach ja, richtig. Das war das. Dadurch. Dadurch. Das mag ich echt an dem Level. Also das ist echt mit... Da unten ist das Sign. Echt gut gemacht. Also ich finde das cool. Na komm, putze mich. Ach, scheiße. Ich glaube, ich muss da einmal kurz stehen bleiben. Ja. Dann ist aber, glaube ich, der Sprung relativ schwierig, den noch zu schaffen. Okay. Und vor dem letzten Laser muss ich mich in Acht nehmen. So. Okay. Wie kommt man denn da nochmal? Achso, ganz einfach. Ne.
bin mir ziemlich sicher, man könnte auch einfach einen Doppelsprung da hoch machen. Aber wie gesagt, ich kann den Doppelsprung nicht. Hier bewahre ich mir den auf, bis man zum Ende kommt. So. You are awakened by your own Ambitionen. Ja. So. Man is free at the moment he wishes to be. Voltaire. So. Da bin ich. Ich kann doch nicht an zwei vorbeigegangen sein. Weil hier ist auch noch irgendwo eins, das weiß ich. Ich meine, das ist auch irgendwo ganz bescheuert hinter so einem Schild. Nee. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich weiß, dass hier irgendwo eins ist. Ach nee, ich glaube, da musste man eine gewisse Zeit hinlegen, damit hier dann in irgendeinem A oder so stand dann drin. Stand dann das Schild drin. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ach ja, okay, gut. Burn. Jo. So, meine Lieben. Nein, wir werden das ja natürlich nicht machen. Und dann freue ich mich darauf, dass wir den ganzen Schilde nochmal machen. Beziehungsweise noch einen weiteren Part von Exit Pass nehmen werden. Und dann im Multiplayer. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei, in dem Falle, Exit Pass. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.